Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Heute Abend reden wir über einen Gesetzentwurf, der zum Ziel hat, eine EU-Richtlinie umzusetzen. Die Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union ist leider grundsätzlich zwingend. Wir aber wollen nicht zum Abnickverein für EU-Vorlagen werden, vor allem dann nicht, wenn sie Arbeitgeber mit Bürokratie belasten und für Eltern und pflegende Angehörige keine Verbesserung bedeuten. Wir lehnen daher diesen Gesetzentwurf ab und steigen nun hinab in den linken Ideologiesumpf und kommen zum Antrag der SED-Nachfolger. 28 Tage Elternschutz für den zweiten Elternteil ab Geburt des Kindes einführen. Perverserweise versenkt dieser linke Antrag eine durchaus diskutierbare Grundforderung im frauenverachtenden und menschenfeindlichen linken Sumpf der Ideologie. Denn Linken geht es nicht um Familienpolitik. Die Linken missbrauchen die Familienpolitik als Vehikel zur Durchsetzung der jede Biologie leugnenden Genderideologie. Im Antrag wird unter anderem folgender Unsinn formuliert. Ich zitiere. Denn, wie die Richtlinie feststellt, wird es sich auf eine Mutter oder gebärende Person, Klammer auf, im weiteren Mutter genannt, positiv aus, Klammer zu. Bei so viel Biologieleugnerei ist es natürlich selbstverständlich, dass Frau Nina Stahr von den Grünen diesen Antrag im Ausschuss inhaltlich lobte. Sie machte damit erneut deutlich, dass die gesamte Ampelkoalition inklusive der FDP diesen ideologischen Unsinn teilt. Die Formulierung gebärfähige Person, Klammer auf, im folgenden Mutter genannt, Klammer zu, zeigt, dass selbst die Linken beim sprachlichen Umsetzen ihres ideologischen Unsinns ins Schleudern kommen. Darum möchte ich Ihnen hier helfen aus dem Sprachgebrauch des Normalbürgers. Frauen, die als einziger Teil der Menschheit auf natürlichem Wege gebärfähig sind, haben während der Schwangerschaft einen Babybauch. Auch bei Männern kann es zwar lebenslang zur Bildung eines Bauches kommen, meine Damen und Herren, dieser wird dann aber im Volksmund richtigerweise aufgrund seines Zustandekommens als Bierwampe oder Wohlstandsbauch bezeichnet, meine Damen und Herren. Linke und Ampel verleugnen die Existenz von Biologie und Wissenschaft und erfinden immer neue Geschlechter und erniedrigen Frauen zu gebärfähigen Körpern, meine Damen und Herren. Linke und Grüne gefallen sich darin, die Welt über Frauenrechte zu belehren und erniedrigen die Frauen in Deutschland. Formulierungen wie schwangere Personen und gebärfähige Körper, meine Damen und Herren, das sind falsche Formulierungen. Jeder Mensch weiß, nur echte Frauen können auf natürliche Weise Kinder bekommen. Solche, deren eingebildetes Frausein aus Plastikbrüsten und Perücken besteht, eben nicht. Das war so, das ist so und das bleibt so, meine Damen und Herren. Nicole Bauer gibt zu Protokoll und als nächste Rednerin folgt Gökay Akkay.